nicht gekommen, um höflich zu bitten. Kannst du noch warten, ja? Hier wimmelt's von Ratten. Sowohl Tote als auch Lebendige. Die fressen. Alter, ist das hier dunkel? Kann ja mal ein Licht anzünden oder so? Sehen tut man jetzt aber auch nicht, wa? Blut. Hier haben viele ihr Leben gelassen. Dieser Adelsfritze. Ah, hier liegt er. Mausetot. Der Kopf ist geplatzt wie ein fauler Kürbis. Schon mehr wie ein Bauer. Verteilt sein Blut und seine Scheiße überall. Hat sich ausgeadelt. Sie haben es zu schnell gemacht. Hätte mehr leiden müssen. Er ist nicht der Einzige. Die Söhne können für ihn leiden. Und die Tochter nach oben. Damit können wir leuchten. So ein bisschen. Okay, also nach oben geht's noch und hier geht's noch nach unten. Dann gehen wir erstmal noch da. Irgendwie hat's ja hier geklopft gerade. Okay. Kleines Spukschloss hier. Die Reichen, ich werde sie nie verstehen, halten Ratten in Käfigen wie Hasen. Sollen wir sie rauslassen? Wenn wir nichts tun, verhungern sie. Ich würde sie lieber verbrennen. Sie freizulassen wäre nicht gut. Stell dir vor, welchen Schaden sie anrichten würden, wenn sie ins Dorf zurückschwimmen. Schwimmen? Ratten? Wie soll das denn gehen? Oh, mach dir um die keine Sorgen. Das sind schlaue kleine Viecher. Schlauer als du. Kommen sie dir nicht träge vor? Vielleicht haben sie die Krätze. Und der Gestank. Ja, toll. Was für eine Unterhaltung. War ja richtig ein Nährwert hier. Das Einzige, was wir jetzt erfahren haben, dass sie träge sind, die Viecher. Jetzt hier auch nicht. Na gut, dann können wir jetzt glaube ich noch unten gehen, weil da drüben ist ja abgeschlossen. Ist noch verschlossen, ja. Ja, dann gehen wir nach oben. Gucken wir mal. Fang nicht damit an, Annabelle. Zurück an die Arbeit. Lass mich mit diesen dummen Bauern in Ruhe. Ein für alle Mal. Dieser Einfallspinsel hat dir den Kopf verdreht. Aber ein Graham allein macht den Rest nicht gleich zu edlen Menschen. Mein Herr. Fang nicht damit an, Annabelle. Zurück an die Arbeit. Lass mich mit diesen dummen Bauern in Ruhe. Ein für alle Mal. Dieser Einfallspinsel. Och, Mensch. Kann ich das nicht überspringen? Fang nicht damit an, Annabelle. Zurück an die Arbeit. Lass mich mit diesen dummen Bauern in Ruhe. Ein für alle Mal. Dieser Einfallspinsel hat dir den Kopf verdreht. Aber ein Graham allein macht den Rest nicht gleich zu edlen Menschen. Mein Herr, Bauern, Sie sind durch die Tür in den Turm.
So, hier gibt es ja auch eine Stein zu sammeln anscheinend. Okay, cool. Oh ja, richtig effektiv hier. Also, das ist die Tür. Hallo. Richtig viel einzusammeln, ja? Richtig gut. Gold! Berge davon! Die Nein, mach doch mal da. Gold! Berge davon! Die Toten brauchen es ja nicht mehr, oder? Komisch, dass es noch hier ist. Der Adelsfritze ist schon eine ganze Weile tot. Wer ist da? Komm raus! Ist da wer? Wer bist du? Ich weiß ja nicht, ob ich gegen Geister kämpfen kann. Also haben wir schon, aber. Hallo. Warum gucken wir nicht, dass die sich anschleicht? Okay, krass. Ist ja wie ein richtiger Horrorfilm hier. Ah, läuft. Hm. Hier hat jemand irgendwas über den Boden gezogen. Oder von einer Wand zur anderen. Mehrmals. Hier. Glaube ich, es werde gleich ich sein. Sieht nach Labor aus. Hallo. Gar nicht schlecht eingerichtet. Menschenexperimente. Damit wäre er nie durchgekommen, wenn es die Kammer noch gäbe. Ich bin ein Hexer. Ich will den Fluch brechen, der auf dieser Insel liegt. Und wer bist du? Die anderen Geister konnten mich nicht sehen. Ich bin besonders. War ich schon immer. Die seltene Schönheit. Die Tochter des Herrn. Dieses Land gehörte uns. Soweit das Auge reicht. Okay, cool. Ich, meine Familie. Wir wollten im Magierturm das Ende des Krieges abwarten. Des Elends.
Es sollte nicht für immer sein. Der Magier, der hier lebte, wer war er? Alexander. Ich kannte ihn kaum. Er verbrachte die meiste Zeit alleine in diesem Turm. Er ist auch tot. Kenne ihn nicht. Sie sind alle tot. Berge von Leichen. Ich bin allein. Ganz allein. Sie haben mich alle verlassen. Selbst er, der mir die ewige Liebe versprach. Und du wirst mich auch verlassen. Wenn ich den Fluch brechen kann, wärst du frei. Sag mir, was hier passiert ist. Die Bauern kamen auf die Insel. Sie wollten etwas zu essen, richtig? Nein. Sie wollten uns ausrauben und töten. Sie dachten, wir wären reich und würden uns hier an ihrem Elend ergötzen. Doch wir hatten selbst kaum etwas zu essen. Zu wenig, um es mit ihnen zu teilen. Sie haben alle niedergemetzelt. Ich hörte meinen Vater schreien. Aber der Magier befahl mir, still zu sein und niemanden reinzulassen. Er gab mir einen Trank. Den sollte ich schlucken, wenn ich entdeckt würde. Er sagte, alles würde gut werden. Was war denn das für ein Trank? Erinnerst du dich an sein Aussehen oder den Geruch? Ich weiß nur noch, dass ich Angst hatte, ihn zu trinken. Du hast dem Magier nicht getraut? Im Dorf hieß es, er hätte was mit Krankheiten zu tun. Er würde sie nicht heilen, sondern verbreiten. Es hieß, er locke Ratten in den Turm und infiziere sie mit Katriona. Das waren natürlich nur Gerüchte, aber ich hatte solche Angst. Und dann hörte ich ihn, meinen geliebten Graham. Er rief mich. Ich machte ihm die Tür auf, aber es waren andere, die reinkamen. Sie stürzten sich auf mich und... Dein Geliebter hat dich nicht gerettet. Warum? Es waren zu viele. Er rief, lass sie in Ruhe. Er versuchte, sie zu packen, aufzuhalten. Sie haben nur gelacht. Haben sie dir wehgetan? Sie hielten mich an den Armen fest, zerrissen mein Kleid. Ich konnte mich befreien und den Trank hinabstürzen. Und dann... nichts. Vergiftet? Bist du so gestorben? Nein, denn später erwachte ich wieder. Ich war allein. Es war dunkel. Überall waren Ratten. Dutzende. Hunderte. Und ich konnte mich nicht rühren. Ein Schlaftrunk. Die Wirkung war noch nicht ganz vorüber. Du warst gelähmt. Sie waren überall. Am ganzen Leib, wie Insekten. Im Gesicht, an den Händen. Sie rissen mir die Haut ab, krochen in meinen Bauch. Sie haben mich zerfetzt und ich konnte nicht einmal schreien. Habe ich denn nicht genug gelitten? Warum kann ich nicht von ihr fort? Du warst nicht die Letzte, die hier gestorben ist. Im Turm liegt noch eine frische Leiche. Die Insel ist gefährlich. Die Leute sollten sich von ihr fernhalten. Auch ich will fort von ihr. Der Tote. Er wurde scheinbar von einem Monster angegriffen. Vor kurzem. Lebt noch jemand im Turm? Woher soll ich das wissen? Hier gibt es viele Geister. Ich höre ihre Stimmen jede Nacht. Ich meine nicht die Geister. Hier haust ein Monster. Du musst etwas bemerkt haben. Ich weiß es nicht. Ich habe nichts bemerkt. Warum fragst du? Warum bedrängst du mich so? Du bist doch mein Retter, nicht mein Peiniger. Okay. Kannst du mit den anderen Geistern auf der Insel sprechen? Nein, ich bin allein. Die anderen weichen zurück, wenn sie mich sehen. Ich weiß nicht warum. Du hast keine Angst vor mir, oder? Nein, ich bin Geister gewöhnt. Allerdings, ich muss zugeben, du hast etwas an dir. Du bist anders. Wie kann ich dir helfen? Ein dem Hass entsprungener Fluch hält mich hier fest. Nur wahre Liebe kann ihn brechen, aber er würde einen Geist lieben. Und dein Geliebter? Ist er auch tot? Graham. Nein, er lebt. Ich wüsste es, wenn er tot wäre. Aber er ist geflohen und hat mich alleine zurückgelassen. Vielleicht kannst du den Fluch bezwingen, indem du ihm vergibst. Du könntest die Insel befreien.
Dein Geliebter, wer ist er? Ein Adelssohn? Nein, ein armer Fischer. Mein Vater war gegen ihn. Sehr. Er wollte nicht, dass wir zusammen sind. Oh, ich vermisse ihn so. Jede Nacht gehe ich ans Ufer und blicke zum Dorf hinüber. Denkt er noch an mich? Vorhin sagtest du, du kannst den Turm nicht verlassen. Hab ich das? Du musst dich verhört haben. Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht mehr. Was für ein Albtraum. Ich glaube, du stehst im Zentrum des Fluchs. Die Auren der anderen Geister hier sind nicht annähernd so stark wie deine. Mein Medaillon pulsiert, seit ich mit dir rede. Ich weiß nicht, wovon du sprichst, aber du scheinst einiges zu wissen. Du könntest recht haben. Mein Schicksal ist mit der Insel verbunden. Ich spüre es. Vielleicht, weil ich ihre Erbin bin? Möglich. Deine Blutsbande mit der Insel könnten der Ursprung des Fluchs sein. Wenn du Graham vergibst und deinen Zorn bändigst, sollte er enden. Ich habe ihn geliebt. Ich will ihm vergeben. Aber ich muss wissen, ob es ihm leid tut. Bring meine Gebeine zu ihm. Er soll sie begraben. Das soll unser Abschied sein. Sprichst du mit ihm? Tust du das für mich? Gut, ich rede mit Graham. Wo finde ich ihn? Er lebt im Dorf am Seeufer. Aber was, wenn er mich vergessen hat? Wenn er dich geliebt hat, wird er sich erinnern und helfen wollen. Er sagte, er würde mich immer lieben. Geh zu ihm. Beeil dich bitte. Waren bis zum Schluss da drin. Was für eine beschissene Art zu sterben. Aber hier ist keine Leiter, wa? Ist noch ganz schön hoch. Kann ich noch nicht hier runterspringen. Okay, gucken wir mal. Der ist da bei Erzdorf. Na, mal schauen. Bin ich ja mal gespannt, gegen was wir jetzt kämpfen dürfen. Oder ob wir den Fluch wirklich brechen können. Ich hab sie gefragt, wie ich meinen Saufkerl bloß zu Verstand bringen soll, wenn mein Mann nicht immer in der Taverne landet.
Hexer, die Götter haben dich geschickt. Lass mich rein! Ich hab gesagt, ich will niemanden sehen. Aber du... Lass mich in Ruhe! Warum läufst du mir nach? Ich hab mich nur gefragt, was du von ihm willst, von Graham. Ich? Nichts. Seine Mutter macht sich Sorgen um ihn. Hat sich in seiner Hütte verkrochen, seit er von der Insel zurück ist. Redet mit keinem. Liebeskummer. Hat ihm wohl den Verstand geraubt. Und du bist der Hexenmann? Der Mutant? Puh. Ich hab schon Interessanteres aus meiner Nase geholt. Ich will reden. Bist du Taubmann? Ich hab dir... Wer bist du? Ich bin ein Hexer. Na und? Was geht mich das an? Ich war auf der Insel. Ich weiß, was dort passiert ist. Was willst du von mir? Ich will mit dir über Annabelle reden. Annabelle? Was kannst du schon von ihr wissen? Ich habe sie gesehen, mit ihr gesprochen. Annabelle ist tot, hat Gift getrunken. Und ich... Ich konnte sie nicht retten. Hast du sie geliebt? Ja, wie verrückt. Hab sie so sehr geliebt, dass ich dachte, wir schaffen es, ein Paar zu werden. Traurig. Natürlich hatte ihr Vater was dagegen. Seine Tochter und ein Bauernlümmel. Was ist auf der Reuseninsel passiert? Erzähl es mir. Wenn's sein muss. Millie, Finch und Faulkner, die sind mit einigen anderen Raufbolden zur Insel rüber, um vom Adligen zurückzuholen, was er uns genommen hat. Sie wussten, dass mich die Bediensteten im Turm kannten und das Tor für mich öffnen würden. Ich hatte ihnen Fisch verkauft. Haben sie dich gezwungen, mitzukommen? Nein, ich hoffte, dass Annabelle und ich fliehen könnten. Aber dann brach das Chaos aus. Unsere Jungs fingen auf einmal an, alle umzubringen. Annabelle. Sie wollten sie vergewaltigen. Dann hat sie das Gift genommen. Der Magier muss es ihr gegeben haben. Ich bin aus dem Turm gerannt, schrie, dass ich sterben wollte und hab alle verflucht. Ich will nicht mehr darüber reden, bitte. Du sagtest, du hättest geschrien, als du aus dem Turm kamst. Was genau hast du gesagt? Ich weiß nicht mehr. Sie sollten bezahlen für das, was sie ihr angetan haben. Du könntest sie verflucht haben. Eine mächtige magische Aura umgibt die Insel. Leidenschaft, böse Absichten und starke Gefühle können sie erwecken. Deine Worte könnten den Fluch ausgelöst haben. Wegen ihnen hat sie das Gift genommen. Es war kein Gift. Annabelle nahm einen starken Schlaftrunk. Der Magier wollte sie schützen. Sie wie tot erscheinen lassen. Mit Erfolg. Aber das heißt, ist sie... Du sagtest, du hättest mit ihr gesprochen? Mit ihrem Geist. Als sie erwachte, war der Turm voller Leichen und Ratten. Von ihrer Körperwärme angezogen, fraßen sie sie bei lebendigem Leib. Du meinst, sie war die ganze Zeit am Leben? Aber... Unmöglich. Sie war kalt wie eine Leiche. Ich hab sie geschüttelt, sie angefleht. Öffne die Augen! Ich hätte nie gedacht. Dich trifft keine Schuld. Du warst unwissend und hattest nicht ahnen können, dass es kein Gift war. Ihr Götter, was habe ich getan? Wäre ich nur geblieben, um sie zu begraben, dann hätte ich gemerkt, dass sie noch lebt. Es hätte ein anderes, ein gutes Ende nehmen können. Wärst du auf der Insel geblieben, hättest du nicht lange überlebt. Mir wäre der Tod lieber gewesen, als sie den Ratten zu überlassen. Aber jetzt kann ich nichts mehr tun. Da liegst du falsch. Annabelle braucht dich. Ihre Seele wird nur Frieden finden, wenn du ihr hilfst. Aber
Was kann ich denn tun? Es ist zu spät. Begrabe ihre Gebeine. Annabelle sollte von ihrer großen Liebe zur Ruhe gebettet werden. Nur so kann der Fluch gebrochen werden. Das sind ihre Gebeine? Ja. Gib sie mir. Und lass mich allein. Und jetzt ist sie frei. Woher kommst du? Okay. Jetzt ist es erst dunkel, Alter. Ich hab dich in Vysima gesehen. Schön für dich. Okay. Habe ich nicht kommen sehen mit der Pesta. Den ihr tötet. Aber gut, er wollte ja eh den Tod, also nein. Ist jetzt nicht so schlimm gewesen. Geralt, gerade als ich anfing, dich zu vermissen. Dieser Magier von der Insel. Erzähl mir mehr von ihm. Standet ihr euch nahe? Ich hätte nicht gedacht, dass du dich so für mein Privatleben interessierst. Mich interessiert eher, ob ihr euch als Magieexperten zusammengetan habt. Auf dem Gebiet hatten wir nicht viel gemeinsam. Alexander war einer dieser nervösen Experimentierer, die nie genug Schlaf kriegen. Die Sorte, die der Meinung ist, dass ein einsamer Turm mit einem Satz Reagenzgläser und Destillierkolben das höchste Glück ist. Die Reuseninsel ist von ihrem Fluch befreit. Das hast du bis jetzt für dich behalten? Warum? Ich habe dir einen Xenogloss gegeben, aber der Fluch, wo kam er her? Der Fluch hing am Geist von Annabelle, der Tochter des Adligen. Um sie und die Insel zu befreien, musste Graham, ihr Geliebter, mir helfen. Also ist es gut ausgegangen? Der Fluch ist aufgehoben. Die Insel ist wieder frei. Annabelles Seele auch. Aber sie war leider eine Pesta. Graham ist tot. Und du hast es nicht bemerkt? Du wirst alt. Wie auch immer, die Reuseninsel ist vom Fluch befreit. Das zählt. Ich bin fast geneigt, gute Arbeit zu sagen. Die Lampe. Was hast du damit vor? Ich sagte ja, du kannst sie behalten. Ich brauche sie wohl nicht mehr, da die Insel ja befreit ist. Eigentlich ist es schade, dass ich nicht mit dir gegangen bin. Vielleicht können wir die verlorene Zeit ja jetzt wettmachen. Eine Sache beschäftigt mich. Welche? Annabelle sagte, dass Alexander Krankheiten erforscht hat. Sie hat Catriona erwähnt. Wusstest du das? Das wussten alle Magier. Alexander war ein hoch angesehener Epidemiologe. Kennen wir irgendwo, ja. Ich hätte alles darum gegeben, seine Notizen studieren zu dürfen, aber er hat sie eifersüchtig gehütet. Also gut. Zeit, dass ich mich auf den Weg mache. Vielleicht kannst du noch ein bisschen bleiben. Da wäre noch ein kleiner Gefallen, den du mir tun könntest. Aha. Und der wäre? Ich habe einige Substanzen in Novigrad bestellt. Der Händler hätte gestern hier sein sollen, aber er war noch nicht da.
Kannst du nachsehen, was passiert ist? Das Päckchen ist recht wichtig für mich. Mein Gott, die hat aber Aufträge für uns, ne? Warum nicht? Wenn er aus Novigrad kam, muss er Schwarzzweig passiert haben. Ich sehe mich da mal um. Danke. Ich bin dir wirklich sehr dankbar. Okay. Der Weideler bittet den Hexer um einen Dienst. Einen Hexerdienst sozusagen. Wie kann ich dir helfen? Sag es mir. Der Weideler braucht einen Mann ohne Furcht vor dem Bösen. Das Ahnenfest ist nah. Wir müssen Rituale abhalten. Wandernde Seelen werden auftauchen. Und verfluchte Seelen auch. Wir müssen den Kreis vor diesen Wesen schützen. Was springt dabei für mich raus? Hexer tun nichts kostenlos, das weiß der Weideler. Keine Sorge. Der Weideler weiß auch, wie man jemandem die Hilfe verhehlt. Wozu ist das Ritual überhaupt da? Manche Menschen sterben voller Leid. Manche holt der Tod zu früh, ohne dass sie die Bitterkeit des Lebens erfahren haben. Diese armen, unerfüllten Seelen können dieses Jammertal nicht verlassen. Ihre Geister wandeln unter den Lebenden. Sie müssen gerichtet und auf den Weg geschickt werden. Dafür ist das Ahnenfest da. Okay, cool. Sieht aus, als könntest du einen Hexer gebrauchen. Also gut, ich helfe dir. Der Weideler hat gewusst, dass du nicht ablehnst. Es ist an der Zeit, die Leute zu versammeln. Wir müssen über den See fahren, zur Reuseninsel. Dort treffen wir uns, im Steinkreis. Okay. Je eher wir zur Tat schreiten, desto besser. Am besten heute um Mitternacht. So, wir haben ja jetzt diese Pester da freigelassen. Eingefallen unter Freunden. Achso, das ist das jetzt hier mit Kera, das Ahnenfest. Haben wir jetzt einen Hexerauftrag dazu gekriegt? Nö. Okay. Na gut, okay, also die Pesta ist jetzt frei und macht, was sie will. Ja, dann helfen wir denen in seinem Steinkreis da, ne? Würde ich sagen. Ist da jetzt die Frage? So, die Reuseninsel. Ja, gut, dann laufen wir wieder runter nach Mittelhain. So, wie fahren wir jetzt? Wir haben noch Platz. Wir haben ja noch jede Menge Platz, ey. Jede Menge Platz. Wir müssen da runter. So, wir sollen ja um Mitternacht da sein. Da eh gerade dunkel wird, ist das in Ordnung. Können wir da mal hinlatschen. Hey. Ja, bin ich ja mal gespannt, was das für ein Ahnfest ist, wa? Gucken wir mal. Ach ja, die Welt ist schon krass, muss man sagen. Also es ist übelst, also recht grausam, ne? Aber heute. Ziemlich grausam die Welt, aber ansonsten. Gut, speichern wir mal hier immer. Gucken, ob wir das hier schaffen. Ich komme bald wieder. Macht mal Pause. Achso, wir sollen um Mitternacht. Okay. So. Mitternacht. Erzählen von all ihren Plagen. Sei gegrüßt. Gerade rechtzeitig. Gute Leute, seht, wer uns beschützen wird. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Jo. Bald rufen wir die wandernden Seelen. Einigen von ihnen kann nicht geholfen werden. Okay. Vor ihnen musst du uns beschützen. Mach ich. Halte böse Kreaturen fern, so lange, bis das Ritual beendet ist. Ja.
Fang an. Beschütze uns vor allem Bösen und verhindere, dass der Kreis gestört wird. Ja, ich hab's verstanden. Mach hinne. Was bedeutet dies Leben? Ihr wisst es wohl. Eine flüchtige Qual, die der Tod uns holt. Was kommt dann, wenn das Leben entgleitet? Der Mensch über sein eigenes Schicksal entscheidet. Bald schon kommen sie, die wir begraben. Sie werden erzählen von all ihren Plagen. Sprecht ihr diese Seelen frei? Ihr Leid hiermit beendet sei. Lasst das Ahnenfest beginnen. Okay. Ihr wandert in dunkler Nacht. Gefangen in der Welt seid ihr. Seht dieses Zeichen, sanft und schwach. Euch rufen wir! Euch rufen wir! Euch rufen wir! Euch rufen wir! Hört! Ein Geräusch! Wer hätt's gedacht? Ein Geist ist die Stimme der Nacht. Verbrennt in Weihrauch, lieb. Okay. Hört ein Geräusch, wer hätt's gedacht? Ein Geist durchbricht die Stille der Nacht. Verbrennt den Weihrauch, lieb und teuer! Geist, komm heran zu uns ans Feuer! Geist, sprich! Es ist Zeit zu entscheiden. Erzähl uns nun von all deinen Leiden. Schneiden wir aus. Wer bist du? Er weiß es. Soll ich ihn fortjagen? Nein. Ich bin da, um dich zu holen, Vatermörder. Fort mit dir, böser Geist. Ich verjage dich mit dem Licht des ewigen Feuers. Welche Abscheulichkeit! Sofort aufhören! Die verlorenen Seelen! Wir müssen ihnen helfen! Ruhe! Ich dulde keine Nekromantie! Wer bist du denn? Hilf uns! Geht jetzt. Ihr stört das Ritual. Das ist schwarze Magie. Diese Leute stören die Toten. Das können und werden wir nicht erlauben. Ihr wisst nichts über ihre Bräuche. Schnappt ihn euch und vertreibt die anderen! Komm mal her, Junge. Gute Leute! Verlasst diesen Ort nicht! Gegen ihr Hexer dürft gekämpft? Den Kreis nicht brechen! Alles ist still, nirgends mehr Funkeln. Welche Gestalten lauern im Dunkeln? Das ist eine schlimme Sache. Wehe uns! Blut hat den heiligen Boden befleckt. Aber wir können es nicht abbrechen. Hat das Blutvergießen Schaden angerichtet? Der Kreis ist beschmutzt. Alle, die nach menschlichem Blut dürsten, werden kommen. Okay. Wenn es Gottes Wille ist, sind es nur wenige. Und der Weidler kann das Ritual beenden. Wenn du fortfahren möchtest, bin ich bereit. Gute Leute, wir müssen das Ahnenfest zu Ende bringen. Danke. Macht dir. Euch bereit! Euch rufen wir, euch rufen wir. Kommt Seelen, euch richten wir. Alles ist still, nirgends mehr Funkeln. Welche Gestalten lauern im Dunkeln? Ein Wispern, ein Raunen im Sinn. Jemand schleicht zum Feuer hin. Alles ist still, nirgends mehr Funkeln. Welche Gestalten lauern im Dunkeln? So wie hier. Erscheinungen. Der heilige Boden ist blutbefleckt. Wir können das Ritual nicht beenden! Leute, rettet euch! Lauft, wenn euch euer Leben lieb ist! Nein, ich bin nur da. Dies ist heiliger Boden! Verschwinde! Hilf ab mit dir! Dies ist heiliger Boden!
Alles ist verloren. Hm. Einer der Bauern wird den Hexenjägern von dem Ritual erzählt haben. Dieser Geist, den sie verjagt haben, das ist der Geist deines Vaters, richtig? Er hatte gedroht, wiederzukommen und wird sein Wort sicher halten. Den alten Ambros fürchtet der Weideler nicht. Na gut, dann. Diese Erscheinung nannte dich einen Vatermörder. Stimmt das? Ja. Wenn ich dir helfen soll, muss ich alles wissen. Warum hast du deinen Vater getötet? Der Weideler möchte nicht darüber sprechen. Ja toll, dann kann ich wohl nichts machen. Du kannst das nicht alleine schaffen. Du hast Angst, so viel steht fest. Die Erscheinung hat Macht über dich. Ich werde ihn vertreiben, ich muss es tun. Aber ich muss wissen, wo er begraben liegt. Der Leichnam ist bestimmt noch nicht zu Staub zerfallen. Das ist ihre Verbindung zur Welt der Lebenden. Ambros liegt im Sumpf. Gut. Ich suche seine Leiche und sehe, was ich tun kann. Tja. Eine sehr gute Beschreibung. Der Sumpf ist ja nicht so groß. Finden wir schon. Genauso, als wenn du sagen würdest, der Eiffelturm steht in Paris. Es klart auf. So, na gut. Haben wir das. Mal gucken hier. Mal jetzt irgendeine Leiche finden. Ach ja, bei dem im Buckelsumpf da. Mal gucken. Also die Nebenquests, die sind ja fast immer eine Hauptquest, ne? Das ist so krass. Die einfach Stunden ins Land gehen für eine so eine Nebenquest. Das ist echt heftig. Aber ich liebe es. Richtig cool. So, und schauen wir mal. Kriegen wir hin. Holen wir's. Dieser Gestank. Au. Danke. Wir brauchen Ertrunkene. Hier noch irgendwas im Sumpf, was man hier brauchen kann. Vielleicht ein schönes Artefakt. Oh ja. Oder eine Pflanze. Auch in Ordnung. Mal wieder irgendwas Schönes finden hier. Das wäre ja nicht schlecht. Oh, gucken wir uns noch. Was ist das? Leben mehr. Erlös. Sehr gut. Ich glaube, Schwalbe tauschen. Das ist da vorne. Ah, guck mal, wenn wir schon mal hier sind. Mal ganz kurz. Vielleicht können wir die Quest schon abschließen. Bei ihm check. Ein Hexer. Meinen Gruß. Ich will mein Geld. Wo ist es? Du bist zu früh. Eine Woche war ausgemacht. Okay. Ich wollte mich nur vergewissern, dass du dran denkst. Bis bald. Alles klar. Gut, dann. So muss. Das macht doch Freude, wenn die sich gegenseitig hier. Da ist er doch. Der Sumpf hat Ambros Leiche gut erhalten. Hm. Auch wenn der Weideler ihm den Kopf eingeschlagen hat. Ich sollte die Leiche verbrennen. Dann müsste der Geist verschwinden. Verlasse die Welt der Lebenden und kehre nie wieder zurück.
So, gut, haben wir. Ach Mensch, mal schon wieder hier zurück. Zack. Gut, dann nehmen wir damit das zurück. Hasi! Rohes Fleisch. Schade. Mal ein paar Felle wären nicht schlecht. Ich laufe so gerne durch das. So. Wenn ich ja nochmal dreimal durch den Sumpf rennen muss, dann brauche ich neue Schuhe. So. Also das mit dem Weidel haben wir jetzt hoffentlich geschafft. Bin mir zwar nicht ganz sicher, aber ich hoffe. Dann machen wir noch die komische Kera... Aufgabe da. Du suchst Ärger. Lass es bleiben. Und dann können wir endlich. Er kommt schon von allein. Gut. Sie schlagen? Versteckt euch! Alle! Hä? Hast du Angst, wa? Ist ja ganz ruhig. Sie haben Margaret im Wald gefunden. Also sag mir, übel zu, soll ich mein Weib eine Bestie, was ihr angefallen habe? Soll ich mein Weib einmal die Woche schlagen? Wenn du ein Echo verträgst. Weißer Wolf, weiser Wolf. Was braucht der Wolf? Kommen häufig Leute aus dem Dorf her? Oh, wenn sie Hilfe brauchen, kommen sie zum Weidelau. Hilfe wobei? Wenn die Toten ruhelos sind, muss Frieden gemacht werden. Doch sie müssen bis zum Ahnenfest warten. Oder wenn ein böser Geist in einem Haus umgeht, den kann der Weideler austreiben. Und wenn ich einen Liebestrank bräuchte? Dann müsstest du zur Hexe gehen. Das ist des Weidelers Sache nicht. Ich habe die Leiche deines Vaters gefunden. Ich musste sie verbrennen. Eine gute Tat. Er wäre sicher zurückgekommen. Was ist passiert? Hast du deinen Vater wirklich umgebracht? Er war ein böser Mann. Einst fürchtete der Weideler ihn, doch dann fand er Mut. Was sein Vater seiner Mutter angetan hat, der Weideler konnte es nicht mit ansehen. Also spaltete er den Kopf seines Vaters mit einer Axt, ließ ihn im Sumpf liegen. Die Leute wussten davon. Der Geist wird wahrscheinlich nicht zurückkehren. Vielen Dank, Exer. Hier ist eine Belohnung für deine Hilfe. Und solltest du jemals Kräuter oder Heilmittel brauchen für wenig Geld, bekommst du sie von mir. Schön. Weißer Wolf. Oh, na dann. Ich werde dann einfach. Zeig mal her. Was hat er denn so? Das sind hier diese ganzen Glyphen wieder, ne? Oh, Rezept. Weiße Möwe. Für 56 Gold. Zwergenschnaps. Nordwind. Na, weiße Möwe und Zwergenschnaps nehmen wir doch. Äther. Ja, cool. Nehmen wir mit. Gegerbtes Drakoniden-Leder. Relikt. 400. Hm. Boah, hier Wasseressenz. Die brauchen wir, glaube ich. Aber 134 Gold. Boah. Das ist schon viel. Toll. Ja, achso. So, viel weniger kostet das jetzt hier aber auch nicht. Hundeteig wird der 23 Gold. Da gehe ich einmal im Wald. Hab ich die auch. Leere Flasche. Okay. Was haben wir hier? Reines Silber. Hm.
Ich weiß nicht, ich glaube, das zerlegen wir mal lieber. Brauchen wir. Okay, nur so viel können wir bei dem nicht machen. Chemie. Zwei Tränke. Achso. Wir haben die ja noch gar nicht gelesen. Bis dann. Cool. Inventar. Möchte die bitte einmal lesen. Kann ich die lesen? Gut, nicht. So, haben wir hier was gefunden? Nö. Nichts Brauchbares. Na gut. So, wir sind fast Level 10. Das ist doch schon mal schön. So, dann können wir jetzt hier noch... Achso, können wir hier verteidigen. Repariere alle beschädigten Schreine. Das können wir auch noch machen. Ja, ich würde sagen, die beiden machen wir noch. Und dann machen wir im Hauptquest weiter. Und dann können wir auch mal irgendwann nach Novigrad... Die Greifenschulenausrüstung können wir dann auch suchen hier. Teil 1. Mal schauen. Ah, da können wir auf jeden Fall noch richtig viel machen. Suche alle verbleibenden Spuren, Familien. Achso, hier, Herrinnen des Waldes. Ah ja, okay, gut. Haben wir ja auch so gefunden, die wollen. Weiber da. Scheiterhaufen, Neuengard. So. Jo, okay. Na denn. Ja, dann machen wir da Hauptquest dann weiter. Machen wir erstmal den Transport hier für einen Gefallen. Das ist ja nur 200 Meter. Da können wir mal unser Plötze rufen. Ja, das Pferdchen der Treue. Beweg dich! Na dann, das bewegt dich. Ich hab den Tisch um hier was. Das ist nach Bildung. Alter! Ja, es kann. Okay, dann kommt her. Bist du hässlich? Ja, mal durchgeschnetzelt hier. Zack. Komm her hier. Okay, wir müssen auch wieder unsere Sachen reparieren lassen. Ja, so viel zu Hundeteig, ey. Der hat mich hüten, das irgendwann mal zu kaufen, ey. So. Meistens noch 72 Meter. Du bleibst nur an Tölle geht. Okay. Ertrunkene und Schwarzweibe. Verdammt. Ein bisschen knapper hier. Was ist denn das? Blutmoos. Ja, cool. Große, schwere Räder. Ein Kaufmannswagen. Da ist eine Truhe. Ich will die Truhe haben. Ach, ist das scheiße.
Geld fallen lassen hier? Nö. Ich hab doch die Truhe da vorne gefunden. Da liegt sie doch. Oder waren das jetzt nicht die Zutaten? Ist bei hoher Geschwindigkeit von der Straße abgekommen. Das verheißt nichts Gutes. Ja, ein Händler allein im Wählen unterwegs. Das konnte nicht gut gehen. Essensreste, zerlegtes Fleisch, Katublepas. Möchte wissen, für welchen Zauber man sowas braucht. Ein trockener Roter von Zurbaran, Südhang, Brombeer und Zitrusnoten. Die Ladung ist noch intakt, aber magisch kommt sie mir nicht vor. Mensch, wie Keira das aus einer Arterie kann nicht weit sein. Das hätte die Person nicht geschafft. Häng mir deinen Kopf an den Sattel. Hat sich versteckt und auf Hilfe gewartet, die niemals eintraf. Willkommen im Wählen. Gut, haben wir das. Müssen unbedingt reparieren. Die hatten wir ja auch noch nicht. Glaube ich. Haben wir ordentlich was bekommen von denen jetzt. Okay. Das ist nochmal groß. Was ist das Vieh? Mist. Schwalbe nehmen. Boah, so. Krasses Vieh, ey. Cool. Hat Spaß gemacht. War jetzt auch nicht so einfach. Muss ich ja zugeben. So, aber ich glaube, wir haben ja alles, den versteckten Schatz. Da vorne sind Banditen, wa? Die nehmen wir noch mit. Nee. Ich bring dich um.
Heute werft ihn in den Graben. Komm her. Geil. Noch mehr. Tötet, wenn ihr die... Du Dreckshexer! Na, komm her. So. Awesome. Cool. Ein paar Banditen hier neu getötet. Versteckten Schatz gefunden, so zwischendurch. So muss das doch. So, schön die Pflanzen einsammeln, die brauchen wir alle. Was war das? Oh, ein Reh. Hübsch. Da ist Kira. Jetzt hier mal so in die Erde bauen, ja? So neue Pflanzen? Ja. Cool. Einmal alles einsammeln hier. So. Bevor wir die Kacke kaufen müssen. Geralt, gerade als ich anfing, dich zu vermissen. Ja. Wie es so immer ist, ne? Ich habe diese Substanzen, die du wolltest. Sehr schön. Dann steht meinen Studien der Baumwurzelmuster ja nichts mehr im Wege. Doch zuerst... Machst du dir einen Glühwein? Ich habe die Wagenladung gesehen. Vorzügliches Fleisch, teure Weine, serikanische Gewürze. Kein bisschen Magie. Willst du mir nicht sagen, was du im Schilde führst? Ich würde es dir lieber zeigen, aber du musst dich etwas gedulden. Okay. Na gut, ich will es wissen. Ich warte. Dann husch. Raus. Willst du dir was Bequemeres anziehen? Später. Nur nichts überstürzen. Also los. Raus mit dir. Du warst geduldig. Danke. Ich bin fast fertig. Hm? Wenn ich weiße Mäuse sehen will, betrinke ich mich einfach. Ich sagte fast. Jetzt stör mich nicht. Bikanek, Win, Kaifil! Was ist mit der dritten Maus passiert? Der Zauber glückt in zwei Dritteln der Fälle. Ich nehme immer eine mehr, als ich brauche. Nur zur Sicherheit. Also wo... Keira, würdest du mir erklären, was hier los ist? Kennst du das Märchen von Cinderella? Mhm. Und auch die wahre Geschichte. Ein Zeugel tauchte im Palastteich auf und fraß Prinzessin Cinderella mit Haut und Haar. Ein Schuh blieb übrig, woraufhin... Ich bitte dich, kein Wort mehr von Zeugeln. Also, zurück zu dem Märchen. Ich würde diesen grässlichen Sümpfen gerne für eine magische Nacht entfliehen. Eine gute Fee brauche ich nicht. Ich wirke die Zauber selbst. Aber einen Prinzen könnte ich gebrauchen. Zufällig bist du der einzige anständige Kandidat in ganz Velen. Was sagst du zu einem Ausritt im Mondschein mit Abendessen? Ich bin ein Hexer. Kein Weiberheld. Nun bilde dir nichts ein. Ich will mich nicht im Unterholz von dir bespringen lassen, sondern einen angenehmen Abend verbringen. Aber wenn du nicht willst, dann nicht. Oh, na gut. Ich mach's. Ich fühle mich ja so geschmeichelt. Ja. Ehe wir gehen, da ist noch etwas. War ja klar. Musst du einen Kürbis in eine Kutsche verwandeln? Nein. Ich verwandle unsere ranzigen Fetzen in etwas Passenderes. Guck nicht so. Es ist nur eine Illusion, die tut nicht weh. Und wenn es dämmert, ist alles wieder beim Alten. Warum nicht? Wenn schon, denn schon. Dann gut festhalten. Vielleicht können wir noch mal jemanden... Vella Glan!
Vielleicht können wir nochmal ihre Hilfe. Und was meinst du? Dekolleté zu sittsam? Genau richtig. Ich hätte auch deine Haarfarbe ändern können, wo ich schon dabei war. Ich mag dunkelhaarige Männer. Aber gut, in der Not, dann nichts wie los. Das Essen wartet. Der Letzte macht den Abwasch. Kann ich nicht meine Plätze nehmen? Cinderella, nicht, dass du runterfällst. So schnell du kannst. Fang mich doch. Mit einer Hexe in den Abendaustritt hier. Oh, ist ja auch nett. Guck mal, das ist eine Quest. Gut zu wissen. Erkunden wir gleich mal ein bisschen die Gegend. Oh, ist ja nett. Schön. Gratulation! Du wärst ein toller Jockey. Wenn ich einen Fuß kürzer und etliche Pfunde leichter wäre. Tja nun, dann hätte ich dich aber nicht hierher eingeladen. Verstehst du jetzt, wozu ich diese Substanzen brauchte? Rind in Zimt und Nelken, gegrillter Kapaun mit Schalotten. Es war den Aufwand wert. Vom Weißen oder vom... Trockenen Roten. Aber lass ihn erst etwas atmen. Für einen Weinkenner hätte ich dich nicht gehalten. Dachtest du, Hexer saugen Ertrunkenen das Mark aus und spülen's mit Pfützenwasser runter? Mehr oder weniger. Nun, genug geschwätzt auf nüchternen Magen. Hauen wir rein. Das muss ein kleines Vermögen gekostet haben. Bist du sicher, dass ich mich nicht beteiligen soll? Bitte, das schaffe ich schon. Du weißt schon, ein Dutzend Eier hier, etwas Geflügel da. Außerdem stabilisieren sich meine Finanzen bald. Na schön, ich bin neugierig. Feiern wir etwas? Ja, eine Rückkehr zu den Lebenden. Aber das wollte ich gar nicht besprechen. Danke noch einmal, Geralt, für deine Hilfe mit dem Turm. Du warst toll. Das war nicht der erste Fluch, den ich gebrochen habe. Aber einer der schwierigeren, stimmt's? Was da auf der Insel passiert ist, mir läuft's kalt den Rücken runter. Und das Labor. Ich hoffe doch sehr, dass jetzt alles verbrannt ist. Die Käfige, die Leichen, die Papiere. Die Werkstatt habe ich nicht zerstört, wenn du das meinst. Das hielt ich nicht für nötig. Wenn Alexanders Resultate in die falschen Hände fallen... Vorbei. Die Reuseninsel hat einen abscheulichen Ruf. Da wagt sich niemand hin. Vielleicht gibt es keinen Grund zur Sorge. Tut mir leid. So ein ernstes Thema hätte ich nicht ansprechen sollen. Während unseres romantischen Abendessens. Romantisch? Ich dachte, wir wären als Freunde hier. Freunde. Mit gewissen Vorzügen. Also? Eieieiei. Das würde uns Yennefer, glaube ich, nicht so gerne verzeihen. Tut mir leid. Da gibt es schon jemanden. Na und? Oh, Geralt, du bist so altmodisch. Legst du dich wenigstens her und betrachtest die Sterne mit mir? Hm, warum nicht? Mann. Weißt du, wie dieses Sternbild in Serikanien heißt? Bestimmt irgendwas mit Drachen. Nein, es hat einen anderen Namen. Etwas unanständig. Komm näher, dann flüstere ich ihn dir ins Ohr. Vigvane Navr. Was macht das? Kera? Wo... Okay. Sie hat mich mit einem Zauber einschlafen lassen. Sie hat was vor.
Die Reuseninsel. Der Turm. Ah. Warte. Komm ich da jetzt rüber? Wir gehen kurz nach Erzdorf. Dann kann ich vielleicht noch schnell reparieren. Und dann müssen wir vielleicht Kera aufhalten. Ich weiß nicht, was sie da jetzt machen will. Aber mit einem kaputten Schwert durch die Gegend zu laufen, ist sowieso nicht so gut. Ich hab dich in Vysima gesehen. Naja, freut mich. Achso, toll. Ein paar Schritte wären es noch gewesen. Aber gut. Der ist noch gar nicht da, war der hinten. Na gut, dann müssen wir das so machen. Wie viel hat unser Schwert noch? 37% ist halt recht gut. Aber wir haben hier. Hat er gesehen? Ah, hier ist er. Die sind nicht so gut. Gut. Okay, Tobi. Licht. Ganz oben im Turm. Cool. Na, hast du gefunden, wonach du gesucht hast? Ja, danke der Nachfrage. Wie fühlst du dich? Gut geschlafen? Was willst du mit diesen Papieren anfangen? Ich führe die wichtige Arbeit eines Mannes fort, die durch seinen tragischen Tod auf Eis gelegt wurde. Alexander hat die Katriona-Krankheit erforscht. Mit seinen Notizen kann ich Arznei herstellen, vielleicht ein Heilmittel oder einen Impfstoff. Mhm. Ganz humanitäre Motive, wie? Nein, ganz eigennützige. Die Mächtigen werden für solch ein Heilmittel bereitwillig zahlen. Und weißt du, wie viel? Radovid zum Beispiel. Vielleicht wird er mir sogar meine frühere Verbindung zur Loge vergeben. Radovid vergisst und vergibt nichts. Besonders, wenn es um Zauberinnen geht. Für mich wird er eine Ausnahme machen. Er muss. Ich habe etwas, das er will. Bitte. Das glaubst du doch nicht ernsthaft. Und du glaubst, dass dich Yennefer irgendwann nicht mehr wie einen Köter an der Leine behandelt. Dass ich nicht lache. Ich gehe zu Radovid und berichte ihm von diesen Forschungsarbeiten. Ob du es nun willst oder nicht. Kera. Das ist Selbstmord. Sie werden dich an einen Pfahl binden und verbrennen, um die Moral des Volkes zu heben und es zu unterhalten. Halt für einen Moment den Mund und sieh mich an! Siehst du das? Bettwanzen, Geralt. Scheiß Bettwanzen! Ich, Kera Metz, Beraterin von König Foltist und Mitglied der Loge der Zauberinnen, habe Bettwanzen! Glaub, was du willst, aber ich werde keinen Tag länger in diesem elenden Sumpf bleiben. Nicht einen Tag! Ich werde den Ponta überqueren und deshalb werden mich Radovids Männer sowieso finden. Verstehst du? Ich habe keine Wahl. Ich muss verhandeln. Ich weiß was Besseres. Geh nach Kaer Morhen.
Du glaubst, dass ich dort in Sicherheit bin? Ja, solange du Lambert nicht sauer machst. Emir, Radovid, die können dich dort beide nicht kriegen. Luxus gibt es da keinen, aber immerhin saubere Laken. Das ist ganz schön weit, tief hinter der Frontlinie. Aber wenn ich im Wald bleibe, bis ich das Kestrel-Gebirge erreicht habe, müsste ich unbemerkt durchkommen. Also gut, ich kann dir wohl nichts abschlagen, Hübscher. Du weißt, was Frauen wollen und wie sie denken. Ja, schon, aber bevor ich gehe, musst du mir diese Notizen geben. Schon gut, nimm sie schon. Leb wohl, Geralt. Oder besser gesagt, bis bald. Ja, nice. Nimm mich mal mit. Muss auch nach Kaer Morhen, da gibt's Schätze.